Ich habe jetzt den 13. Spiel der Bundesliga und es geht los mit Stuttgart gegen Mainz. Hier könnte ich Stuttgart sogar eine Überraschung zutrauen. Mainz ist zwar viel höher in der Tabelle, Stuttgart ziemlich weit unten. Trotzdem traue ich Heim den 3 Punkte zu mit einem knappen 2 zu 1. Köln gegen Gladbach, da könnte ich mir auch eine Überraschung vorstellen. Natürlich Gladbach hier Favorit, aber ich könnte mir auch vorstellen, Köln-Heim gewinnt hier ebenfalls mit 2 zu 1. Bochum gegen Freiburg, das denke ich kann Freiburg machen. Bochum eigentlich sogar relativ gut aktuell in der Saison. Geht aber auch besser. Freiburg hat eine sehr gute Saison bis jetzt. Das wird ein 2 zu 0. Hertha gegen Augsburg, das denke ich kann Hertha machen. Sind zwar ziemlich weit unten. Augsburg aber glaube ich auch. Sind glaube ich ungefähr in der Nähe von der Tabelle her. Und das wird ein 3 zu 1 für Hertha. Führt gegen Hoffenheim. Führt bis jetzt fast immer nur verloren oder unentschieden gespielt, glaube ich. Ja, ein Unentschieden, sonst nur verloren. Und ja, gegen Hoffenheim werden die es auch nicht ändern können. Das wird ein 1 zu 3. Wolfsburg gegen Dortmund. Das denke ich wird ein spannendes Spiel. Wolfsburg, ja, keine Ahnung. Manchmal spielt sie echt gut, manchmal echt schlecht. Hier könnte ich mir viele Tore auf jeden Fall vorstellen. Und das wird ein 2 zu 3. Bayern gegen Bielefeld. Das denke ich kann Bayern machen. Ganz eindeutig mit einem 5-0. Bielefeld ist dafür einfach viel zu schwach. Frankfurt gegen Union. Das denke ich kann Frankfurt machen. Sind nicht so gut in die Saison reingestartet, aber mittlerweile spielen wieder besser. Union eigentlich sogar ziemlich gut auf Europa League letzten aktuell. Aber trotzdem macht das Frankfurt mit einem 2 zu 1. Leipzig gegen Leverkusen, ich glaube, das interessanteste Spiel an diesem Wochenende. Könnte ich mir vorstellen, dass es Leipzig macht. Sind auch jetzt nicht so gut in der Saison eigentlich drin. Leverkusen, glaube ich, ist ein bisschen höher auf der Tabelle. Trotzdem macht das Leipzig mit einem 2 zu 1. Das war's in dieser Prognose. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao.